Hallo Freunde, heute würde ich ganz gerne mit euch zusammen meine Neuanschaffung anschauen. Und zwar habe ich mir einen Luftreiniger von Aldi angeschafft. Ich habe mich damit in etwa vor 2 Jahren schon mal beschäftigt mit Luftreinigungsgeräten. Und was mir damals dabei wichtig war, war die Ionenfunktion. Allerdings ist es damals irgendwann mal eingeschlafen. So richtig hatte man keine Motivation mehr, eins zu kaufen. So habe ich es sein gelassen. Jetzt habe ich das zufällig bei Aldi gesehen, zu relativ humanen Preis von 50 Euro. Wie gesagt, komm, nimm es dir einfach mal mit. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht, gucken wir mal. Auf jeden Fall hat das da Ionenfunktion, das was mir wichtig war, und halt so eine Staubfilterfunktion. Was auch cool ist, wie ich finde, man kann hier mehrere Farben anschalten. Ansonsten, Ionenfunktion ermöglicht effiziente Reduktion von Staubpartikeln. Timer, man kann es einstellen, wie lange das läuft. Lüfterstufe ist manuell einstellbar, beleuchtete Funktionsanzeige, Filter, Wechselanzeige, Gehäuseabmessung und Länge des Kabels 1,60 Meter. Also an sich ein schönes Gerät, wie ich finde. Also das vom Design her hat es mich angesprochen. Deswegen habe ich es mir einfach mal mitgenommen. So, ich habe es schon mal aufgemacht, aber nur hier. Ausgepackt habe ich es noch nicht, weil das wäre jetzt nicht so einfach, das Ganze gleich offen zu kriegen. Ja, los geht's. Entschuldigung. So, packen wir jetzt mal aus. Haben wir oben direkt Gebrauchsanweisung und eine Garantiekarte. Dann haben wir Verpackungsmaterial und da ist das Rückstück. So. Sonst ist da nichts mehr drin. Setzen wir das Ganze mal in die Kamera. An sich von optischen schon mal ganz cool. Jetzt packen wir das mal hier aus. Das ist auch ein bisschen zusammengeklebt. Das soll aber nicht das Problem sein. So. So sieht das schöne Stück aus. Also ich finde optisch sehr, sehr ansprechend. Was steht da? Gehäuse integrierter Filter ist zum Schutz vor Transportschäden in einen Kunststoffbeutel verpackt. Bitte entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes diesen Kunststoffbeutel. Okay, das heißt, wir müssen das gleich einmal aufmachen und den Kunststoffbeutel entfernen. Den Aufkleber können wir. Ja, lassen wir jetzt mal dran. So, zum Aufmachen müssen wir einmal. Hier ist geschlossen, hier ist offen. Einmal im Uhrzeigersinn das Ganze etwas drehen und nach oben ziehen. Zack. Und da ist schon der gute Filter. Boah. Der nimmt hier gut 50% von dem ganzen Gerät ein. So sieht das Ganze aus. So. Scheint keinen Unterschied zu machen, wo oben oder unten ist. Das sieht auf jeden Fall überall gleich aus. Wir setzen den jetzt einfach mal wieder ein. Und machen das Ganze wieder gegen Uhrzeigersinn einmal zu. So, da haben wir es. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt nehmen wir erstmal hier diesen Aufkleber ab. Zack. Das schon mal runter. Und machen das Ganze in die Steckdose. Bam. Jo. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt aus. Einmal aufmachen. Und das Ganze läuft leise vor sich her. Also man merkt ganz, ganz leichten Lufthauch.
Das kann man hier, da steht, sehe ich schon Sleep, Low, High. Genial! Einfach genial, es geht gut. So, ich nehme an, das ist der Timer. 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden und aus. An sich ganz simpel, ganz intuitiv. Und was haben wir hier? Ja. Automatik. Was ist das hier? Ja, das muss ich gleich nachlesen, was das ist. Aber an sich ganz einfach zu bedienen, also nichts Wildes. Sleep wird schlechter. Denkt drüber nach, ob er arbeiten soll. Low. Also Low ist an sich ganz cool. Ganz easy laufen lassen. Ich finde das auch ganz cool mit der Beleuchtung da unten. Hat das irgendwas mit der Beleuchtung zu tun? Aha. Ja, ja. Ist immer grün. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie wir die Beleuchtung wechseln. Und hier geht gar nichts. Ich lese das gleich mal nach. Ja, jetzt weiß ich auch noch ein bisschen mehr, wie das funktioniert. Kommen wir erstmal zu den Farben. Grün steht für saubere Luft, das kann man auch hier ablesen, gute Luftqualität. Gelb steht für mittelmäßige Luftqualität und Rot steht für schlechte Luftqualität. Also das ist schon mal ganz, ganz easy. Einmal zu dem Bedienfeld nochmal. Das hatten wir ja schon durch. Sleep, langsam, schnell und Automatik. Das ist einmal zum Ionisieren der Luft und einmal Ionisierung. Also einmal anmachen und ausmachen. Da kommen wir später nochmal zu. Das ist der Timer. 1 Stunde, 2, 4 und 8 Stunden und ausmachen. An sich ganz simpel. Und dieses Bedienfeld, das lässt sich nicht drücken, weil es ist dafür da, um anzuzeigen, ob der Filter verstopft ist oder nicht. Also wenn er irgendwann mal voll ist, dann zeigt das Bedienfeld an. Also von der Sache her ganz, ganz simpel, sehr intuitiv. Super, gefällt mir auch optisch sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir einmal zu den Ionen zurück. Also jeder kennt das, wenn es geregnet hat und danach ist die Luft richtig frisch und ja, man sagt, es ist ionisiert, also die Luft ist mit Minusatom, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geladen. Und dasselbe macht das Gerät auch, also es lädt den Raum mit Minusatom, was das Ganze, also die ganzen Schwebepartikel und die ganzen Verunreinigungen an sich bindet und die Luft sauber macht. An sich eine ganz feine Geschichte. Das muss man aber auch wieder vorsichtig mit umgehen, also soll man nicht die ganze Zeit laufen lassen. Weil das schafft wohl, also hat er auch irgendwie seine Nachteile. Im Großen und Ganzen war es das schon. Also ich finde das Gerät genial, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, allein schon vom Optischen her, so ein schönes rundes Teil. Top. Sieht gut aus, Bedienfeld, super. Also war das Geld tatsächlich wert. Ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.